Das ist nicht nur ein sonniger Tag für den Wirtschaftsminister, das ist ein super schöner Tag für den Wirtschaftsminister. Weil Sie sich vorstellen müssen, es gibt so ein paar Dinge, mit denen startet man so in eine Legislaturperiode, die möchte man gerne adressieren, dass die stattfinden. Dazu gehört eine verstärkte Startup-Kultur, indem man sowas wie einen Accelerator schafft, damit die Startups hier herkommen. Damit man attraktiv wird für Menschen aus anderen Bundesländern, hierher zu kommen und sich hier anzusiedeln. Okay, die Niederbayern und die Oberbayern, die hier vor uns stehen. Das sind ja Zugreiste, ne? Die sind ja freilich. Die sind ja nicht von hier. Die sind ja hierher gekommen. Also wir wollen attraktiv werden für Menschen aus anderen Teilen und zu sagen, Mensch, da lohnt es sich. Wir müssen die Zukunft anders gestalten, als wir das bis heute machen. Wir müssen auch im Schiffsverkehr sehen, dass wir emissionsfrei unterwegs sind. Und wenn wir Technik und Digitalisierung nutzen wollen, dann müssen wir auch mal gucken, dass wir autonom auf den Wasserstraßen unterwegs sein können. Das sind alles Entwicklungen, die die Schifffahrt überlegt, aber in Wahrheit noch viel zu wenig vorantreibt. Wenn dann ein Start-up mit Menschen aus Bayern in Schleswig-Holstein stattfindet und das hier alles vor Ort zu einem Prototyp zusammen mit Zero One, zu einem Prototyp, der auch schon eine Zulassung hat, als Schiff direkt irgendwo unterwegs zu sein, also ich finde das sensationell. Es ist ein Riesenapplaus für Sie beide, was Sie machen. Ist einfach Wunderbar, wir wissen ja, auch Zero One kann wirklich einstecken.